Eines meiner Anliegen ist es, meine Klientin wieder mit ihrer weiblichen Urkraft zu verbinden und ihr bislang verborgenes magisches Wissen wachzurufen. Das Leben wird um einiges leichter, sobald wir uns in der Tiefe unseres Seins an unsere Schöpferkraft erinnern. Die Verbundenheit mit dem uralten weiblichen Wissen, das als kollektive Energie im Feld schwingt, gibt uns unsere Schöpferinnenkraft zurück, die auch dafür sorgen kann, dass sich unsere Visionen zügiger manifestieren. Es ist, als würden wir aus einer anderen Welt von hinten angeschoben werden. Unser Planet braucht weise Frauen, die Entscheidungen aus der Weisheit ihrer Intuition treffen und die es womöglich sogar verstehen, sich mit der geistigen Welt zu verbinden, um den Rat der Ältesten einzuholen. Wir erleben gerade eine tiefe Bewusstseinsveränderung von Menschen, die sich auf den spirituellen Aufstieg einlassen wollen. Je mehr wir unsere Blockaden, unsere Programmierungen und unsere oft vererbten, eingeschlossenen Emotionen auflösen können, desto besser gelangen wir zu unserer weiblichen Essenz. Wir Frauen sind kraftvoll, mächtig und weise zugleich. Solange wir aus unserer weiblichen Urkraft heraus agieren, in unserem Körper präsent sind und unsere spirituellen Antennen über unser Herz mit unserem Schöpferzentrum, unserem Becken, verbunden haben. Viele von uns bewohnen ihren Körper allerdings nicht mehr vollständig. Das liegt schon daran, dass wir moderne Menschen so viel Zeit am Smartphone oder am Computer verbringen. So liegt unser ganzer Fokus bei unserem Kopf. Die Gedanken rasen, wir finden keine Stille mehr, weil wir ständig von unserem Verstand mit allen möglichen scheinbaren Problemen konfrontiert werden. Gönne dir deshalb immer wieder eine meditative Pause. Übung: Bewohne deinen Körper wie einen Tempel. Mit Hilfe deines Atems und deiner Aufmerksamkeit kannst du dich am leichtesten mit deinem Körper verbinden. Schließe deine Augen und reise in Gedanken durch deinen Körper. Falls es dir hilft, bei der Sache zu bleiben, nimm deine Hände zu Hilfe. Berühre dein Gesicht, deinen Hals, deine Schultern, deine Arme und Hände. Dann geh zu deinen Brüsten. Streichle sanft darüber. Bedanke dich bei ihnen für die schönen Gefühle, die sie dir womöglich schon geschenkt haben. Führe diese Achtsamkeitsübung weiter und erkunde deinen gesamten Körper, indem du dorthin atmest, wo du gerade mit deiner Aufmerksamkeit und eventuell mit deinen Händen bist. Sobald du bei deinem Becken angelangt bist, lege deine Hände auf deinen Unterbauch. Auch dann, wenn du den Bodyscan bis dahin ohne Hände durchgeführt hast. Fühle die Wärme. Mach dir bewusst, dass dies der Ort deiner Schöpferkraft ist. Falls du Mutter bist, ist dort Leben entstanden. Sich ganz auf diesen Gedanken einzulassen, erzeugt in mir persönlich eine große Demut und ein Staunen über die Perfektion der Schöpfung. Noch effektiver ist diese Übung, wenn du sie in der Natur praktizierst. Setze dich am besten mitten ins Gras. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit und mit deinem Atem besonders beim Becken und stell dir vor, wie du deinen Atem über deine Vagina in die Erde schickst und beim Einatmen die Energie der Erde in dein Becken emporziehst. Je langsamer du atmest, desto besser, denn der langsame Atem stimuliert auch den Vagusnerv, der unter anderem für die Entspannung zuständig ist. Allein durch deine Gedankenkraft verbindest du dich also mit Mutter Erde. Bei jedem Atemzug kannst du gedanklich noch tiefer in die Erde eindringen. Ziehe ihre kraftvolle Energie hoch in dein Becken und verteile sie von dort mit Hilfe deiner Gedankenkraft in deinem ganzen Körper. Je öfter du diese Übung durchführst, desto leichter gelingt sie dir. Indem du dich gleichzeitig bei deinem Körper bedankst, weil er dich so tapfer durch dein Leben trägt, erkennst du immer besser, welch ein großes Wunder dein Körper ist
und du selbst. So hilfst du dir, dich immer mehr zu lieben. Durch die Verbindung mit deinem wundervollen Körper gelangst du mehr und mehr in deine weibliche Urkraft. Du kannst auch gerne kreativ sein und die Übung erweitern, indem du deine Energiezentren, die Chakren, mit einbeziehst. Solange du mit deiner Aufmerksamkeit zum Beispiel bei deinem Becken bist, schaffst du es womöglich sogar, mit deinem Bewusstsein mitten hineinzugehen. Fühle die Wärme, die rote, feurige Energie, die du ausweiten kannst. Schicke diese Energie auch in deine nächsten Energiezentren. Das heißt, du verbindest dich durch deinen Atem mit der Erde und ziehst ihre Energie über deine Vagina in dein Becken und somit in dein erstes Energiezentrum, das Wurzelchakra. Danach in dein zweites Energiezentrum, Sakralchakra. Und so geht es weiter mit dem dritten, Solarplexus, dem vierten, Herzchakra, dem fünften, Halschakra, dem sechsten Energiezentrum, Stirnchakra, das direkt mit deiner Zirbeldrüse verbunden ist, die im hinteren Teil deines Gehirns sitzt, und dem siebten Energiezentrum, Kronenchakra. Wenn du möchtest, kannst du die Energie sogar empor zu deinem achten Chakra strömen lassen, das sich etwas über deinem Kopf befindet und das dich, je nach Konzept, mit deinem höheren Selbst verbindet. Das Wichtigste ist, dass du deinen Körper wirklich fühlst und bewohnst, besonders dein Becken. Genieße deine weibliche Sinnlichkeit, fühle deine Sexualität. Frauen, die in ihrer Essenz angekommen sind, strahlen eine alterslose Schönheit aus, gegebenenfalls auch mit Falten und Speckröllchen. Wir hören dann auch auf, mit unseren Schwestern zu konkurrieren, weil wir uns selbst wundervoll finden und wissen, dass wir sowieso nie so sein könnten, wie eine andere Frau es ist. Wir sind wahrhaft unverwechselbar und haben Freude daran. Möge die weibliche Macht mit dir sein.